Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Spyro 3 Year of the Dragon in der Reignited Trilogy. Ja, wir sind hier wieder in Bad Sonnenaufgang und wir wollten hier, glaube ich, noch das Sparks Level machen. Ansonsten müssten wir hier soweit alles haben. Ja, und genau, und da ist auch Zoe schon. Spyro, ich habe ein Ei gefunden. Aber nur Sparks kann es erreichen. Da ist ein kleines Loch, das zu einer Flusskrebsfarm führt. Ich kann ihn hinbringen, wenn er bereit ist. Ja, ab zur Flusskrebsfarm. Boah, das ist ganz schön Flusskrebsfarm. Nee, ist doch nicht so schwer. Wir haben heute übrigens den 4.1.2019. Ich wünsche euch ein wunderschönes Jahr. Einen Anfang eines wunderschönen Jahres, vielleicht. Hallo Sparks! Bevor du dich um die fiesen Flusskrebse kümmerst, sollten wir vielleicht noch etwas üben. Fangen wir mit dem Schießen an. Drück Angriff, um diese Ziele zu treffen. Okay. Und wir haben 7:45 morgens eine wunderschöne Zeit, um aufzunehmen und zu husten. Wie Spyro kannst du dich schnell bewegen, indem du Stürmen drückst. Stürme, um diesen schnellen Gegner zu fangen. Und ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Aber nur ein bisschen. Kommen wir zum schwierigen Teil. Als wendige Libelle kannst du dich außerdem seitwärts bewegen. Halte dazu Rolle links oder Rolle rechts gedrückt und beweg dich dann. Beweg dich seitwärts, um die Ziele in diesem Raum zu treffen. Ja, das sollten wir ja hinkriegen. Yay! Auf unseren Reisen wirst du Schmetterlinge entdecken, die dich heilen können. Wie in den Drachenwelten. Manche verleihen dir auch Spezialkräfte, aber nur für kurze Zeit. Iss einfach einen Power-Up-Schmetterling und drück Sprung, um das Power-Up zu benutzen. Dein Power-Up wird rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Vielen Dank. Die Level gefallen mir bisher sehr gut. Also Musik ist gut. Die Sparks lässt sich auch super steuern. Sieht aus, als wärst du bereit, Sparks. Wenn du noch Hinweise brauchst, wähl einfach die Option Steuerung im Pausemenü. Jupp. Aber wir sind schon direkt da. Ich dachte, ich muss jetzt trotzdem mal was trinken. Schon 3,5 Minuten in der Aufnahme und du musst was trinken. So, dann wollen wir mal mit dem Spaß hier beginnen. Ich werde auch heute nur eine Stunde aufnehmen. Ich habe heute wieder einiges vor, aber ich habe mir vorgenommen, sehr, sehr viel am Wochenende aufzunehmen. Was ich, denke ich mal, auch hinbekommen werde, weil ich habe jetzt, glaube ich, sonst nichts vor fürs Wochenende. Was war denn da passiert? Irgendwie kamen die Viecher nicht da raus. Ich finde die Edelsteine sind hier doch um einiges schöner als im Original in den Sparks-Leveln. Und man muss noch dazu sagen... Ups. Oh, das ist auch eine schöne Animation, wenn wir getroffen werden. Die gab es nämlich vorher überhaupt nicht. Da dürfen wir lang. Das Schießgeräusch ist nicht mehr so ätzend. Weil das war ja richtig penetrant im Original. Der grüne Schlüssel. Ist das hier, das hier? Ja, das ist doch ein bisschen besser. So, der grüne. Warte, da haben wir doch den grünen.
Huch, falsche Taste gedrückt. Achso, das ist so ein Schild. Der gelbe Schlüssel ist dann hier oben wahrscheinlich. Hätte ich eigentlich auch durchfahren können. Durchfahren vor allem. Halt, durchsausen, weil wir hatten ja das Schild, da wäre uns eh nichts passiert. So, der blaue Schlüssel. Ich mag das Geräusch auch, wenn wir einen Schlüssel aufheben. Das hört sich so... Ja, das hört sich so an, als ob wir irgendwie einen metallischen Gegenstand in eine kleine Kiste schmeißen. Ja, so hört sich das an. Ich hab das irgendwie, wenn ich manchmal irgendwelche Geräusche höre, dass ich die dann mit so merkwürdigen Sachen in Verbindung bringe. So. Was war das? Ich glaube, das war einfach nur Energie, ne? Ich denke mal, wir haben hier alles, dann können wir hier mal weiter huschen. Oh, zwei. Krebse, mein Gott. Oder Krabben. Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Huch. Zwischen Krabben und Krebse? Ich glaube, die Dinger heißen eher Krebse. Krabben sind eher so. Dinger, die man... Ja gut, Krebse kann man auch essen, aber... Oh! Der gefällt mir. Uäh! Nora! Wer krebst hier rum? Da hatten wir auch wieder das Wort Krebs. Na genau. Krabben kann man poolen, meine ich. Also. Weiß nicht. Das hatte ich damals immer, als wir in der Nordsee waren. Als wir da Urlaub gemacht haben, da waren wir auf so einem komischen Bauernhof, glaube ich. Die hatten auch ein Trampolin. Ich habe da irgendwie meinen ganzen Tag auf dem Trampolin verbracht und als ich dann nächsten Tag, als wir nach Hause gefahren sind, ich hatte so Muskelkater, ne? Das war so schlimm. Aber da war ich noch klein, ich war da vielleicht 7 oder 8. Oder noch jünger. Ich glaube, ich war da noch Gute jünger. Gute Arbeit, Sparks. Du hast den Flusskrebskönig besiegt und das Ei gefunden. Außerdem hat wohl etwas von der Drachenmagie auf dich abgefärbt. Jetzt kannst du Edelsteine aufheben, wenn sie noch weiter von Spyro entfernt sind. Na okay, also es gibt auf jeden Fall noch die, diese Fähigkeiten für Sparks, weil sonst würden diese Level überhaupt keinen Sinn machen. Aber die Frage ist halt, wie ist das mit dem Anzeigen? Weil Anzeigen haben wir ja schon. Bin ich mal gespannt. Ja, auf jeden Fall, da gab es halt so auch so Kinderbelustigung, weil auf diesem Bauernhof, das war so mehr so ein Familienbauernhof. Also die hatten auch Zimmer und da hat man dann übernachtet und so. Und wie gesagt, die hatten so Kinderbelustigung. Und dann gab es halt auch noch Krabbenpoolen. Da haben die irgendwie frische Portionen Krabben oder was bekommen und dann konnte man die dann... Also diese harte Schale irgendwie abziehen. Da musste man hinten am Schwänzchen packen und das so abziehen. Keine Ahnung. Das habe ich voll gerne gemacht, aber ich habe die Viecher nicht gegessen, weil ich bin nicht so der Fischfreund. Also ich mag schon Fische. Zum Angucken im Aquarium. Aber nicht zum Essen.
Also da bin ich, wenn dann, überhaupt sehr wählerisch. Was machen wir denn als erstes für ein Levelchen? Ich würde sagen, wir machen als erstes mal hier hinten das Sumpfding oder was das ist. Weil das ist so das blödeste Level, glaube ich. Danach kommt das Asia-Level. Spukende Sümpfe. Wenn du erklimmbare Leitern oder Wände siehst, spring einfach darauf und du hältst dich mit deinen Krallen fest. Ja. Ja, und lass mich, wo war ich denn jetzt gerade? Auf jeden Fall Krabbengezumpel. Achso, ich wollte sagen, was ich für Fisch mag. Fischstäbchen. Jetzt werdet ihr lachen. Die mag nur Fischstäbchen. Ja, und Scholle. Und da hört es eigentlich schon auf. Mehr mag ich nicht. Hier gibt es auf jeden Fall einen Könnerpunkt, wenn wir die ganzen Piranha-Schilder kaputt machen. Ach, das ist ein Krokodil. So, so. Das Kroko war fies. Ich hab schon aufgegeben. Der Retter warst du. Warum ist das mittig geschrieben? Und, vielleicht ist das auch mittig geschrieben, weil es ein Gedicht ist. Es hat sich jedenfalls so, wie er es vorgetragen hat, hat sich das ein bisschen nach Gedicht angehört. Ja. Also mehr an Fisch mag ich eigentlich nicht. Fischstäbchen und Scholle. Fischstäbchen gehen eigentlich fast immer. Scholle ist aber auch so ein Ding, da muss ich Bock drauf haben. Hier ist der Weg nach oben. Oh, was hat er für ein Geräusch gemacht? Das war süß. Die sind irgendwie niedlich. Ich weiß auch nicht. So, 2 von 4 haben wir schon. Hier war doch irgendwo ein Gegner. Ach, da hinten läuft er rum. Ich dachte, er wäre schon hier unten gewesen. Eine Nase! Ja, schlag mal das Krokodil, ey. Läuft bei dir. Hier auch mit diesen. Wie heißen die Teile eigentlich? Wir hatten auch mal sowas zu Hause. Irgendwie so ein See. Ist das Seegras? Ich weiß es nicht. Ich finde, das sieht so lustig aus. Das sieht aus wie Würstchen oder so. Hier gibt es auch bestimmte Trophäe von wegen, nicht das Wasser berühren. Also ähnliche Trophäen gab es ja schon in den anderen Teilen. Ah, ich habe mich schon gewundert, was ich da höre. Einfach mal auf uns gewartet. Ach, da ist noch so ein Schild. Ja, war ganz schön dunkel hier, ne? Aber die Musik gefällt mir ja auch sehr gut. Ich weiß, ich muss noch da hoch. Ah, da ist noch ein Schild. Und die Insel hätte ich fast total vergessen. Denn dahin? Wo kommen wir denn dahin?
So, wen haben wir denn hier? Michael. Oder Michael. Oh, hier haben wir auch. Ich hoffe mal nicht, dass bei den anderen auch Edelsteine waren. Wenn nicht, werden wir es ja feststellen. Ausgewichen, haha. So, unser nächstes Schild. Auch das schön mit dem Mini-Wasserfall. Okay, dann können wir jetzt hier schon mit Geldsack quatschen. Die Tür ist versperrt. Kann nur geöffnet werden durch Edelsteinkraft. Die sind ja alle komisch. Sicher, aber halt den Mund, ja. Eine gute Wahl. Ich hab mehr Edelsteine und du mehr Eier. Ich wünsch dir viel Glück. Von den Regeln des Haiku bin ich jetzt befreit. Ah, okay, das war irgendwas mit... Irgendwas mit 7 Silben oder sowas? Ich kenne diesen Begriff Haiku auch nur von Cards Against Humanity. Da habe ich mich auch schon gefragt, nee, was ist das denn? Irgendjemand hatte mir mal gesagt, dass das irgendwas ist. Irgendwie ein Gedicht mit einer bestimmten Anzahl von Silben oder Wörtern. Irgendwie sowas war das. Finde ich doof, auf jeden Fall. Wo ist denn das Ding hin? Oh, meine Nase juckt schon wieder. Ich muss gleich niesen. So, dann gehen wir erst noch mal hier runter. Holen unser letztes Schild, genau. Mit dem möchte ich nicht quatschen, ich will erstmal mit dem anderen Fuzzi hier reden. Mutiger Drache, so viel tapferer als ich. Ihr, nimm jetzt das Ei. Super, dann hätten wir das auch schon. Wir machen jetzt erstmal hier die Oberwelt, nenne ich es mal, fertig. Weil hier sind ja noch ein paar Sachen, die wir holen können. Und dann machen wir Sheila und den anderen Quatsch da. Oh! Ei, 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 was sehe ich da? Ein Edelsteinchen. Aber wir müssen jetzt hier erstmal... hier den Kram fertig kriegen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Nee. Ah! Nee, leider nicht. Nee, das traue ich mich auch nicht. Na gut, aber den... Ach. Aber den Könnerpunkt haben wir ja schon, deswegen wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn wir sterben. Das sah gerade so aus, als ob da ein Edelstein liegt. Aber war nicht. Ah, was ist das denn für ein Ranz? Dann halt nochmal. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Ich dachte, die wären miteinander verbunden, die Bäume. Und das Ei. Frank oder Frank. Okay, dann holen wir jetzt den einen Edelstein, der hier so verlassen rumlag, wo der jetzt auch immer ist. Da.
Ich habe ihn gefunden. Und die Kiste natürlich noch aufmachen. Wunderbar. Gut, dann können wir uns jetzt zu unseren Lieblingsleveln begeben. Achso, was machst du eigentlich? Hallo, kleiner Mann. Ich glaube, wir machen zuerst diesen Boss, so nenne ich den mal. Ist ja eigentlich kein richtiger Boss. Wow, was war das denn? Und dann machen wir Sheilas Level. Ich hasse Sheilas Level, ne? Aber wir hätten auch vielleicht mal mit dem Typen quatschen können. Na gut, jetzt ist eh zu spät. Okay, das hat's nicht gebracht. Ach. Mann! Kann das ihn dann wenigstens ein bisschen abziehen? So, das muss jetzt aber passen. Und irgendwie ist das hier auch einfacher. Wer hätte es gedacht? Sind es immer drei? Einmal noch, so wie es aussieht. Waren das nicht mal mehr? Lange Schlummern gelegt. Was? Lange Schlummern gelegt. Ach, vielleicht hieß der so. Gut, hätten wir das auch. Dann kommen wir jetzt zu unserem Lieblingslevel. Welch süßer Sumpfduft. Blütenwolken der Bäume. Zeit für Prügelei. Ich mag das nicht, wie die reden. Wir sollen aufhören damit. Ich würde sagen, wir holen erstmal alle Edelsteine. Und dann quatschen wir mit den beiden Spackos hier. Oh Mann, warum juckt denn meine Nase schon wieder? Sehr schlimm ist das. Ich bin mal gespannt, ob es noch diesen einen Pilz gibt, der doppelt ist. Weil der war ja an sich überflüssig. Den hat man, glaube ich, gar nicht gebraucht. Okay, hier waren nur die 10 oder was das war. Bin mal gespannt, ob die das hier auch irgendwie einfacher gemacht haben. Also das Einzige, was man eigentlich einfacher machen kann hier, ist die Geschwindigkeit von den Typen ein bisschen zu reduzieren. Mehr kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also einen anderen Weg werden die sowieso nicht laufen. Ich hoffe mal, dass sich die Kamera noch irgendwie anpasst, weil die war doch im Original sehr angenehm, weil die so weit weg war. Ja, der doppelte Pilz ist noch da. Interessant. Interessant. Du, 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 du.
Hier kann man auch besser erkennen, dass die Mauer kaputtbar ist. Kaputtbar. So. Für Edelsteine fehlen. Und das sieht sehr danach aus. Nee, das sieht gar nicht danach aus. Irgendwo da vorne. Da gab es, glaube ich, sowieso noch einen Punkt, der ein bisschen weiter oben gelegen ist. Da! Ja! Gut, dann können wir uns jetzt an die letzte Aufgabe hier wagen. Die Bomben sind ihr. Der Eierkäfig muss weg. Nur sprengen reicht nicht. Känguru hilf uns. Räum uns bitte den Weg frei. Hilft Sheila uns auch? Nee. Jetzt ist Bombenzeit. Ich komme, kleine Eier, um euch zu befreien. Da bin ich froh, wenn ich aus dem Level hier raus bin, ne? Kamera hat sich natürlich nicht angepasst. Ach komm. Autsch, schon wieder Kaboom. Feldblöcke muss man treten, doch Pilze stampfen. Jetzt ist Bombenzeit. Ich komm. Ja, halt die Fresse, ey. Du mit deinen scheiß Haikus. Geh nach Japan. Oder China oder wo das herkommt. Wo sind die Steine hin? So kann man sich natürlich auch vereinfachen, ne? Gehst du da runter? Tatsächlich. Autsch, schon jetzt ist Bomb. Interessant, dass die Steine nicht wiederkommen. Ich weiß nicht warum. Ob das quasi die Vereinfachung ist der ganzen Sache? Oh Gott, war das knapp. Okay, Peggy. Noch ein Eikäfig. Hilfst du nun meinem Bruder bei dem letzten Ei? Nö. Oh, cool, wir werden direkt... Wenn du den Weg räubst, spreng ich den Eierkäfig. Arme Eierchen. Jetzt ist Bombenzeit. Ich komme, kleine Eier, um euch zu befreien. Interessant. Also wie gesagt, ich finde es komisch, dass die Steine nicht wiederkommen. Die sind ja auch nach einer Zeit wieder runtergefallen. Ich glaube, du gehst nicht da unten lang. Monsieur, wo wollen Sie hin? Oh Gott. Okay, aber das haben wir geschafft. Das ist schön.
ging doch einfacher als gedacht. Michelle. Oder Michel. Weiß ich nicht. Die Eier sind frei. Zwei Drachen sind geboren. Sheila, die Eldin. Halt die Fresse, ich bin so froh, dass ich hier wieder weg bin. Warum reden die hier so? Warum machen die das nicht da in dem Asia-Level? Das macht doch viel mehr Sinn. So, wir können jetzt hier uns auf jeden Fall verpissen, weil wir hier alles haben. Ab nach Hause. So, in dem Asia-Level können wir noch nicht alles holen, weil uns da ein weiterer Charakter fehlt, den wir erst in der nächsten Oberwelt bekommen. Ja. Bin gerade am Überlegen, wie der heißt.